So, Freunde, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen bei Zowa on Tour. So, Freunde, wir sind angekommen auf dem Campingplatz von Ringköping und werden uns gleich mal, wie gesagt, den Platz einmal anschauen, wo die Toiletten sind, wie die aussehen, wie Duschen und was es hier sonst noch zu sehen gibt. Wir haben gesehen, da waren ein, zwei Spielplätze sind hier auf jeden Fall und das Ganze ist schön im Wald gelegen, wunderschön, also wirklich toll. Wie gesagt, wir laufen hier gleich mal eine Runde und gucken uns das Ganze mal an. Und ja, wie gesagt, und wir sind ein bisschen glücklich mit dem Wetter. Also wir haben da nur wirklich nicht gerechnet, oder wir haben damit gerechnet, gehofft. Irgendwo haben wir gehofft, dass es die Sonne scheint. Und wie gesagt, es tut sie. Sie tut es. Und ich hoffe, das tut sie auch die ganze Woche, die wir hier sind. Wir werden natürlich auch noch ein paar andere Sachen hier erleben rund um Ringköping. Da gibt es eine Menge zu sehen. Wilsane wollen wir rüber. Und ach, da sind so viele kleine Ecken, wo wir dann mal gucken wollen. Auf jeden Fall. Da nehme ich euch natürlich mit und da werden wir natürlich ein bisschen durch die Gegend fahren und die Gegend angucken, die wirklich wunderschön hier ist. Ich sehe gerade auf dem Video, da hat mich eine Mücke gestochen. Das ist eine miese kleine Ratte am Auge auch und ich wurde total zerstochen. Ich weiß auch nicht warum, ich glaube das war die Tour hier hoch. Na auf jeden Fall, wir sind da und schauen wir uns mal ein bisschen um. Genau, und das tun wir jetzt auch, denn der Campingplatz von Ringköping war früher eine Apfelplantage und das kann man heute immer noch sehen, denn die ganzen Wege haben hier alle Apfelsortennamen. Das finde ich ganz, ganz klasse. Und was ich auch ganz toll finde, ist, die Campingwagen und die Zeltbereiche sind so ein bisschen abgeschirmt für sich. Man ist ein bisschen privat und das finde ich ganz klasse. Alles so ein bisschen versteckt. Und hier haben wir den, ja, die Survival Minigolf-Anlage. Ich habe mich schon gewundert, warum der Minigolf hier gratis ist. Da sieht man das schon ein bisschen Survival-aktig. Da musst du schon ein bisschen dich durchkämpfen durch die Botanik. Vielleicht ein bisschen Farbe wäre hier nicht schlecht gewesen. Das ist so ein kleiner Minuspunkt hier an dem Campingplatz. Aber sonst im Großen und Ganzen, wie gesagt, top gepflegt das ganze Ding. Muss ich echt sagen, gefällt mir richtig gut. Ja, wie man sehen kann, mitten im Wald gelegen, wirklich fantastisch. Ja, und bei unserem kleinen Rundgang ist uns aufgefallen, ein kleiner, ein Bohlplatz, ein Lagerfeuerplatz, weil hier, wie gesagt, im Wald ist ja offenes Feuer verboten, aber hier kann man es richtig schön machen, hier kann man sein Würstchen braten, wenn man lustig ist, nicht? Und im Hintergrund ist uns aufgefallen, eine Grillecke, ein Grillplatz. Da muss ich sagen, ist uns ein bisschen negativ aufgefallen, weil, wie man sehen kann, da fehlt so ein bisschen die liebe Hand. Von den drei Grills, die da stehen, ist einer okay betriebsbereit, würde ich sagen. Der Rest ist durchgerostet und, na gut, ich würde sagen, Minuspunkt Nummer 2. Aber so im Großen und Ganzen, wie gesagt, sehr, sehr schöner Platz. Und da hinten in der Ferne können wir schon die Campinghütten sehen, die man hier mieten kann. Die man leihen kann. Da braucht man nicht immer gleich ins Hotel springen, sondern man kann auch hier so eine Campinghütte mieten. Natürlich mit Küche drin und mit WC, Dusche, wie sich das gehört. Und hier ist uns aufgefallen, bei unserer Suche ist uns so ein Safari-Zelt. Das kann man auch mieten. Wem es gefällt. Wir konnten nicht richtig reingucken, wir konnten nicht richtig sehen, aber wie gesagt, es soll auch alles da drin sein. Halt eben so ein Safari-Zelt, so ein bisschen Safari-mäßig, ne? Ja, so, ja. Savannentechnisch. Und da ist auch ein Spielplatz vorhanden. Ja, mit allem, was das Kinderherz sozusagen begehrt. Was unter der Plane ist, weiß ich nicht. Wir haben da nicht drunter gelauert. Ich denke aber, dass es
Das soll so ein Wall werden, der noch bepflanzt werden soll. So weit waren sie noch nicht. Aber das wird noch passieren, gehe ich mal von aus. Und da haben wir schon mal den ersten Blick auf das Sanitärhaus. Da haben wir Badezimmer, Toiletten drin. Männchen, Weibchen natürlich getrennt. Hier gehen wir mal rein, schauen wir uns das Ding mal an. Pissoir für die Herren, die Toiletten einwandfrei, nichts dran zu mäkeln, alles sauber. Hier für die Morgenwäsche sozusagen, die Katzenwäsche, nicht? Moin Toba! Und hier hinten sind zwei Duschen. Auch nichts zu bemäkeln. Ideal Standard sozusagen. Alles da, alles dran. Alles pico sauber. Und natürlich, nicht? Dusche kostet klein bisschen. Ein Obolus, damit es warm ist. Und nochmal von draußen das Ganze. Unser Wasser für den Campingwagen, nicht? Fürs Käffchen. Ja, und da haben wir einmal die Behindertentoilette und einmal einen Wickelraum und auch einmal so eine Familiendusche mit Toilette drin. So, jetzt machen wir uns auf den Weg zu den Mülltonnen. Wir mussten nochmal schnell Müll wegbringen. Das war auch eine gute Gelegenheit, da mal zu schauen, wie es aussieht. Alles schicko. Getrennt. Wird hier natürlich auch. Und wie gesagt, alles sauber. Nichts rum. Tja, und hier ist das Küchenhäuschen für die Leute, die mit dem Camping, mit dem Zelt kommen. Da haben wir dann hier die Kochgelegenheiten mit ein bisschen Pfannen und Töpfe sind da. Abwaschen, da ist Spülmittel dabei, alles sauber hier. Auf der anderen Seite ist auch nochmal mit Herd natürlich war dabei und da ist ein kleiner Aufenthaltsraum auch noch dabei. Konnte ich leider nicht reingehen, weil das da voll Leute war. Da wollte ich nicht noch mit der Kamera reinstolpern. Musste nicht unbedingt sein. Tja, unser Fazit von Ringkübing Camping. Ganz, ganz toller Campingplatz. Sauber, ordentlich, alles was man braucht, alles vorhanden. Wie gesagt, da ist nichts zu mäkeln dran. Man hat wirklich so ein bisschen seine Privatsphäre hier auch noch. Und wie gesagt, dicken Daumen nach oben von uns hier auf jeden Fall. Wir werden uns jetzt mal weiter auf den Weg machen. Und wo gehen wir als erstes meistens hin? Zum Hafen natürlich. Da schauen wir uns zuerst einmal um. Und hier kann man hinten in der Ferne schon sehen, dass da Campingwagen stehen. Die dürfen hier direkt am Hafen stehen. Für einen kleinen Obolus dürfen die auch da übernachten. Finde ich ganz toll. Ringkübing ist ja auch eine kleine Fischerstadt. Das heißt, hier sind noch eine Handvoll Fischer, gibt es hier noch, die regelmäßig rausfahren und ihre Netze und Reusen leeren. Und dann dort am Hafen frisch ihren Fisch veräußern. Die alten Fischerhütten, die nur für die Fischerleute da sind. Also falls da mal eine Hütte leer steht, man als Privatmensch kann man die eigentlich nicht kaufen. Es ist nur für die Fischer vorgesehen. Da haben sie ihren Krams drin, was sie so brauchen. Die Altstadt von Ringkübing. Was einen wundert ist, dass es gerade Hochsaison und man sieht eigentlich kaum jemanden hier laufen. Tja, und wir haben eine kleine Kneipe entdeckt, so eine kleine Kneipe da in der Seitenstraße. Sind wir mal fix rein, ein kleines Bierchen genossen und so ein bisschen mit den Einheimischen schnacken. War schon ganz, ganz interessant.
Tja, und auf dem Marktplatz war zu dem Zeit gerade ein internationaler Markt zugegen, kann man sagen. Hier gab es aus, ja, wenn man sagen, weltweit gab es hier kleine Stände, die ihren Krams angeboten haben. Aus Italien, aus Spanien, aus Griechenland, Schweden, aus England, aus Schottland war jemand da. Ich glaube sogar aus USA war da jemand. Die haben so ihren Krams hier mal dargeboten. War wirklich sehr interessant. Und wie gesagt, hier auf dem Marktplatz ist eigentlich immer irgendwas los. Irgendwas ist hier, jedes Mal, wenn wir da rübergefahren sind nach Ringkübing, ist immer irgendwas hier auf dem Marktplatz. Ob da nur eine Band auf dem kleinen Podium, was da mitten auf dem Marktplatz steht, spielt. Oder da ist immer, wie gesagt, immer irgendwas los. Da ist nie Langeweile. Oder wie zum Beispiel hier, aus Polen. Aus Müll wird Geld gemacht. Aus Metallresten. Wirklich ganz tolle Sachen. Oder hier aus Finnland. Volvo. Mitten im Sommer war es ein bisschen, okay, war ein bisschen sehr kurios, aber na gut, die müssten das ja auch irgendwie loswerden. Das Rathaus von Ringkübing. Das alte Rathaus, nicht das neue, das alte. Käse aus Holland. Darf man auch nochmal ein Auge draufschmeißen? Vielleicht auch mal die Nase reinhalten. Ja, und jetzt geht's auf den Weg zurück zum Hafen, wo wir unser Auto geparkt hatten. Haben. Wie gesagt, eine wunderschöne kleine Stadt, Ringkübing. So, und weiter geht's rein ins Auto Richtung Sønderby. Da sind wir. Das ist ein ganz kleines Örtchen an der Nordsee, direkt am Wasser gelegen. Lebt eigentlich nur von Tourismus. Und hier sind die Ferienhäuser mitten in die Dünen reingestellt. Man hat eine riesengroße Auswahl. Man kann hier wirklich überall, ja, sein Ferienhäuschen finden. Ja, jetzt geht's zum Strand raus, die einen wirklich ganz tollen Strand haben. Wasser, soweit das Auge reicht. Und vor allen Dingen weißer Sandstrand. Also richtiger Sandstrand. Kein Steinkrams dazwischen, nix. Also da kann man wirklich mal genüsslich durchlaufen. Heute war es ein bisschen, ja, wie man sehen kann, ein bisschen stürmisch. Und ja, wir mussten trotzdem mal probieren, mal die Füße reinzuhalten. Was aber doch sehr kühl gewesen sein muss. Wirklich einfach mal nur zum Entspannen. Einfach mal zum Seele baumeln lassen. Das nochmal ein Blick über Sønderby vom Strand aus. Und dort in der Ferne können wir das Sandskulpturen-Festival sehen, was hier einmal im Jahr stattfindet. Diesmal ist das Motto, oder dieses Jahr war das Motto Roboter. Und wir waren wirklich sehr beeindruckt, was die Künstler, die hier aus allen Herren Ländern gekommen sind, aus Sand gebaut haben. Und das hält. Da bin ich ja sowieso von den Socken. Auch so die Liebe zum Detail, das ist faszinierend. Also wenn ihr da mal in der Ecke sein solltet, geht auf jeden Fall dahin, schaut euch das an. Es ist auf jeden Fall ein Blick wert.
Da kann man nur sagen, sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Wie gesagt, sehr faszinierend. Tja, und dann ging es rein ins Auto. Weiter eine Tour an der Nordseeküste entlang. Und da waren wir in Vesane. Einmal vom Hafen, also der Blick auf den Hafen. Und wir hatten ja was Besonderes vor in Vesane. Wir hatten nämlich dieses Geocaching, wollten wir mal testen, mal ausprobieren. Da kann man ja mit einem GPS-Sender kann man da einen Schatz finden. Und wir waren ganz gespannt, ob wir das überhaupt schaffen, ob wir das hinkriegen. Ja, und zuerst hieß das denn erstmal durch die Dünen. Den Weg finden dorthin, wo wir hin sollen. Und ganz da hinten, da soll das sein. Da soll das der Schatz sozusagen ja, versteckt sein. Da haben wir erstmal ein kleines Päuschen gemacht unter einem Windrad. Einer Windmühle. In der Ferne ein Segelschiff, ein altes. Tja, und wir konnten sehen, 383 Meter, also nicht mehr weit. Da hinten muss es sein. Wir machen uns auf die Socken. Den steinigen Weg entlang oder sandigen Weg. Steinig war es nachher auch. Tja, dann haben wir gesucht und gesucht und gesucht. Ja, und nicht vergessen, wir haben gesucht. Jede Ecke haben wir abgelauert. Oh, vielleicht da. Vielleicht da unten. Nein. Nee, wahrscheinlich nicht. Nein, wir haben weiter gesucht und tja, was soll ich sagen? Leider haben wir es nicht gefunden. Wir haben wirklich alles gegeben. Wir konnten es nicht finden. Der letzte Blick nochmal vom Hafen. Also in den Hafen reingeschaut. Wir haben den Schatz nicht gefunden. Wir auf dem Weg nach Hause. Zurück zum Campingplatz. Und dort haben wir dann nochmal einen gefunden auf dem Weg nach Hause. Und da haben wir gesagt, jetzt müssen wir schauen. Jetzt wollen wir den nochmal finden. Und nach ein bisschen Rumgesuche, Rumgegucke, haben wir ihn dann doch tatsächlich, ja, tatsächlich gefunden. Da ist er nämlich. Ein Geocache. Trägt man seinen Namen ein und das Datum. Ja, und kurz vor dem Campingplatz haben wir noch einen Hotspot gefunden für Surfer. Jetzt waren hier natürlich Skype-Surfer oder Skype-Surfer, das heißen die Dinger, glaube ich, waren hier massenhaft am Strand. Oder im Wasser unterwegs natürlich, nicht am Strand, klar. Das war schon wieder, die Woche ist rum, wir sind auf dem Weg nach Hause. Es war für uns ein ganz, ganz tolle Woche. Der Campingplatz war atemberaubend schön und auch die Umgebung. Ringköping, Vilshane, Sörnavi, es war wirklich ganz toll. Wir hoffen, es hat euch gefallen, dieser kleine Einblick in ja, unseren kleinen Urlaub, den wir hatten. Und ja, wie gesagt, wir hoffen, es hat euch gefallen und würden wir sagen, bis zum nächsten Mal und dann euch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Tschüssi.